Das erste Training und schon gibt's den ersten Anpfiff. Auf Eis und Schnee stellten die fünf künftigen Ossiloper der Harlinger und Wochenblatt-Aktion Dörloper im Wittmunder Stadion ihre läuferischen Qualitäten unter Beweis. Die Trainer Heike und Carsten Piotrowski sind von den Fähigkeiten der Trainingsgruppe überzeugt. Nachdem alle so ein bisschen warm waren, haben wir die ersten Ansprüche gestellt an ein Lauf-ABC, an die Laufschule, was wichtig ist, um den richtigen Abdruck der Füße beim Laufen zu schulen und ein bisschen deinen Körper kennenzulernen. Das haben alle wirklich sehr gut gemacht. Also waren wir positiv überrascht, das ist nicht selbstverständlich. Insgesamt war das auch eine sehr positive Stimmung in der Gruppe, das hat viel Spaß gemacht. Das war auch ein sehr schön anzusehendes Feld und ja, ich glaube, das wird eine ganz tolle Zeit bis zum Ossilop. Bis dahin stehen für die Novizen 4 Trainingseinheiten auf dem Programm pro Woche.